Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Force Unleashed. Heute spielen wir weiter mit der Story. Auf jeden Fall haben wir in der letzten Folge einen Sternzerstörer runtergerissen auf Raxus Prime und haben auch Proxy gefunden. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem Spiel. Hoffentlich lädt es nicht. Deine Taten auf Raxus Prime haben dem Imperator missfallen. Die Feinde des Imperators haben Angst. Ich erarbeite mir ihr Vertrauen. Wenn ich im Gespräch mit euch beobachtet werde, wenn sie Verdacht schöpfen, dann war alles umsonst. Also sorry, Winilex. Ihr könnt es da unten lesen. Warte nicht zu lange. Kommt. Ich dachte Proxy wäre... Vertrauen? Vader wird meine Mission nicht gefährden, selbst wenn er mir zweifelt. Sind wir schon da? Wir haben Korea erreicht. Sie sind hier. Vale und seine Verbündeten. Ihr habt eure Rebellenallianz. Nun, was werdet ihr damit machen? Habt Vertrauen. Ja? Ich tue das Richtige. Für uns beide. Ich kann für die Lex einfach nichts für. Ich weiß nicht, woher die kommen. Ich habe auch schon die CD gereinigt. Oder wo es an der CD eigentlich nicht liegt, weil das Spiel läuft doch ohne der. Die Zeit der Diplomatie und Politik ist vorbei. Das steht fest. Es ist Zeit zu handeln. Wenn ihr uns anführt, treten wir eurer Allianz bei. Ich ebenso. Ich dachte, ihr legt unwichtig im Frachtraum. Ich bin zu mir gekommen. Dann ist es geklärt. Ich finanziere die Rebellion, Karam stellt uns die Flotte, Mon Mothma Soldaten. Und wenn ihr uns führt, haben wir die Macht auf unserer Seite. Ich lese sie zum besten Mal vor. Dann erklären wir hiermit offiziell die Rebellion. Heute geloben wir die Galaxis zu verändern. Und irgendwann wird sie wirklich frei sein. Wird sie wirklich frei sein. Sie ist überhaupt mal hören könnt. Nein. Nein. Noch mehr Sternzerstörer. Ich muss noch einen kaputt machen. Nein, Schneetruppen. Okay, sie sind glaube ich auf Rot oder sowas, glaube ich gerade. Spielen wir natürlich auch noch mal die rote Erweiterung. Proxy. Unterbrechen! Darth Vader. Fangt sie lebend. Imperator will sie persönlich exekutieren. Nein. Lass Groot in Ruhe, du Arsch. Das hast du gut gemacht, mein Schüler. Alter, das ist kalt draußen, es schneit. Ich mal eine Winterjacke an, oder habe ich das? Gut, schon irgendwie ein bisschen. Ich hoffe, meine Erweiterung wächst dann nachher nicht. Ihr so. Wolltet euch doch raushalten! Ihr wolltet euch doch raushalten. Ich habe dich belogen. Wie schon von Anfang an. Ihr wolltet den Imperator nie vernichten! Ihr wollt den Imperator nie vernichten. Nicht mit dir, nein. Ich mit dir, nein. Ohne mich werde ich nie frei sein. Er kommt da. Obi-Wan? Bist du das? Aber der stirbt leider. Nee, jetzt nur Proxy, okay. Nein, Proxy ist jetzt. Oh nein. Ach, Vader, du Arsch. Du hast mein Proxy kaputt gemacht. Proxy ist nett. Ich mag Proxy irgendwie. Proxy mag ich wirklich. Ich glaube, man kann sogar als ein spielen, wenn man das Kostüm ändert. Können wir auch irgendwann mal nachgucken. Können wir mal in die Erweiterung gucken. Aber nicht jetzt. Da kann man auch als Rebell spielen und sowas. Also das Bild läuft perfekt, aber der Ton halt nicht. Das ist halt mal wieder weg. Es hört sich so an, als ob ich mir immer die Ohren auf und zu mache. Auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zwischensequenz. Sie sind fort. Vader nahm sie mit. Zum Imperator. Ich verstehe nicht.
Ich verstehe nicht. Warum ließ Vader uns so viele imperiale Ziele angreifen? Damit alles echt wirkt. Traumschiffe imperiale Leben. Er brauchte mich, um die Feinde des Imperators zu finden, um jeden Preis. Und ich habe genau das getan, was er wollte. Ja, habt ihr. Und jetzt liegt das Schicksal der Allianz allein in eurer Hand. Wir werden Vader suchen. Wir werden Vader suchen. Und die Rebellen. Und die Rebellen. Was tut ihr denn da? Ich meditiere. Jedi können so manchmal die Zukunft sehen. Habt ihr das schon mal gemacht? Ich war nie zuvor ein Jedi. Fliegen darum. Es fliegt da nicht raus. Nein. Kota! Was? Was habt ihr gesehen? Was habt ihr gesehen? Eine riesige Raumstation. Raumstation. Diese Raumstation sieht ein kleines bisschen komisch aus irgendwie. Das ist nämlich der Todesstern. Ja, wer es noch nicht gemerkt hat, das ist der Todesstern. Ich denke mal, das hat jeder gemerkt. Sieht doch mal ein kleines bisschen komisch aus. Ich glaube, das müsste eigentlich der erste sein, wer es bleibt getarnt und wartet außerhalb der Scanner. Ich habe wirklich kein gutes Gefühl dabei. Dann machen wir vielleicht etwas richtig. Werden wir uns hier wiedersehen? Wenn ich sie befreie, brauchen sie einen Fluchtweg. So. Wahrscheinlich nicht, nein. Dann muss ich mir deshalb auch nichts anhören. Wie Star Wars The Old Republic. Okay, ich mag auch irgendwie auch selber auch Juno. Juno. Leb wohl, Juno. Tschüss. Schade, dass jetzt die Musik nicht wieder ist. Ist die gerade ziemlich verpackt, ist ein bisschen geschmackt. Oh Gott. Ist wie in Lego Star Wars die komplette Saga. Wenn ihr uns wollt, das ist auch mal Let's Play, dann schreibt doch mal in die Kommentare. Sieht plötzlich anders aus? Oder war mir das gerade eben die ganze Zeit schon an? Nee. Ist gerade eben, das war es noch nicht an. So, komm, auf zu laggen. Komm, bitte sag jetzt, dass er aufgehört hat zu laggen. Okay, finde einen Weg in den Laserkanal des Todessterns. Erstmal kann ich mich nicht bewegen, geil. Ah, jetzt. Hat noch alles geladen. Ich denke mal, ach nö. Wieder ihr Kinder. Macht denn er? Oh, nee, ey. Ein ganzes Holocron verschwendet, ey. Scheiße. Hätte ich vielleicht später gebraucht, hätte ich. Man kann ja mal nie wissen, was da drin ist, deswegen finde ich das jetzt gar nicht mal so blöd von uns, dass wir das gerade so gelöst haben. Das ist Sniper, das ist ein bisschen doof. Ist das überhaupt eine ATCT? Weil der kann ja auch wieder dieses Ding. Hat der auch auf den Traktor strahlen in der TIE Fighter Fabrik. Der? Ach eh! Jetzt hätte ich fast die 1 gedrückt. Das war jetzt richtig knapp. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ich sehe schon, wo wir hin müssen. Ich weiß schon, wo wir hin müssen. Nur halt, ich will erstmal die ganzen Gegner besiegen, weil ich glaube, wenn ich da oben sehe, am Holocron. Ich weiß gar nicht, kommen die Gegner unendlich oder wenn die auch irgendwann mal auf? Also ich glaube, die hören bestimmt auch irgendwann mal auf. Unendlich kommt. Warte, noch ein Ad hier. Noch ein Ad. Jetzt habe ich hier nicht aufgefallen. Den Ad ist auf gar keinen Fall. Ad sind die Hundeviecher. Die Hundeviecher natürlich. Natürlich, die Hundeviecher. Aber irgendwie sehen die wirklich aus wie Hunde. In dem Lego Star Wars Ding da, im Film wurde es auch so gesagt, dass die Hundeviecher heißen. ATST, siehst du? Achso, das sind die normalen. Das war jetzt, glaube ich, auch ein normaler. Was? Wollt ihr mich verarschen? Und auch noch die Blitze scheißen, die Blitze ziehen? Soll das euer Ernst sein? Für Gegner wollt ihr nicht noch, aber zum Glück haben wir jetzt so gut unsere Sachen hier geupgradet. Ja, 4 ist klar, ne? Ganz klar. Niemals, never. No. Nope. Obwohl, wartet, jetzt musst du noch den scheiß Typen da. Ach, jetzt ist die Kamera wieder verdreht. Musst du den Typen da hinten ausschalten, der. Ja, klar, ey. Seht ihr das? Krank. Das ist so krank, Alter. Das ist so krank! Immer nicht die schlimmste Stelle des Spiels. Die schlimmste Stelle des Spiels ist immer noch das. Mit dem Sternzerstörer. Ach, nee. Ich krieg's einfach nicht hin. Jetzt rutscht er nicht hin. Mach hier die Gegner kaputt hier. Seht ihr das hier? Sondern der Sniper auch noch da. Komm, ich muss einmal kaputt machen hier. Nein, Sniper, hör auf. Was denn?
Und der eine ist fast tot, komm. Ich auch. Ich habe immer noch keine rote Lebensenergie. Ja, wie am. Ich weiß gar nicht, sind wir überhaupt schon mal in dem Spiel wirklich wegen Kampf gestorben? Eigentlich nicht wirklich. Bisher haben wir uns eigentlich immer gut, aber sie haben uns nicht so dumm angestellt. Muss ich mal zugeben. Und dann Erweiterung wird es bestimmt, auch mal so sein, weil da kommt nämlich ein Boss vor, der zieht einen selber Lebensenergie. Oh Gott. So, das ist auch eine fiese Position für den Sniper, wirklich. Hier hochzukommen ist einfach, aber gut, so einfach ist es dann doch wieder nicht, weil ich hier wieder nicht hochkomme. Und weil ich natürlich wieder so doof, wie ich bin, runterfalle. Falsch. Ich spring einfach drüber, genau. Das ist wieder ganz logisch, ich. Das wäre ein ganz logisches Ich. Kein lyrisches, sondern ein logisches Ich. Komm, jetzt dreh dich bitte, Kamera, dankeschön. Du Sniper, du gehst mir erstmal nicht mehr auf den Sack. So, jetzt ist doch bestimmt was, oder? Yep. Ist hier was drin? Nee. Wäre geil gewesen, dass jetzt hier sonst ein geheimer Fahrstuhl wäre, wo einfach kein Mensch drauf kommt. Oder nicht nochmal hier runterfallen. Ihr habt ja auch eine komische Plattform hier, muss ich nur sagen. So, Urlaub machen will ich hier nicht. Ha! Wie geil ist das denn? Der ist auf den. Okay, ich glaube normalerweise ist man so hoch. Über den Fahrstuhl da. Glaube ich auch ein bisschen klüger. Ist der noch ein Sniper? Nee. Aber noch ein Holocron. Katak. Was kann denn der? Hört sich ziemlich interessant an. Guck mal, jetzt sind eigentlich noch mehr Gegner oder sind wir fertig? Katak, Katak, Katak. Das ist die falsche Seite hier. Katak. Katak. Griffe können Gegnern Gesundheit. Das klingt gut. Das klingt mega gut. Das nehme ich auf jeden Fall. Hört sich ziemlich interessant an. Energiekristall Katak. So, jetzt muss ich hier irgendwie runterkommen. Hoffentlich sind hier keine Gegner. Haben wir noch Gegner? Nee, kann ja auch bestimmt mal wieder sein, dass hier. Ich habe mir vorgestellt, dass hier mehr Gegner waren. Ich habe hier mehr Gegner in Erinnerung gehabt. Vielleicht kommen auch noch. Ja, der Sturmtrupper. Kommen jetzt hier noch mehr oder was? Ich will hier andererseits noch bestimmt nicht auch Spaß. Jetzt ist bestimmt irgendwo ein Holocron drin, oder? Nicht? Oder so ein geheimer Fahrstuhl oder irgendwie sowas. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich würde sagen, ich beende erstmal die Folge. Gut, die Folge ist ziemlich langweilig, weil nur eine Videosequenz drin war. Aber trotzdem beende ich jetzt. Bis bald. Ciao.